Creepers gegen Abdul. Ja, leider ist das ein Loser-Bracket und nicht leider ein Winner-Bracket. Leider Loser-Bracket. Ach, schade, Mensch. Wir müssen jetzt erstmal Trip mit einem dritten Stream-Set belohnen, nämlich gegen Monkey Gang. Im Winners Finals, im Best of 7. Man sieht die Map schon auf dem Stream. Und da ist doch der Punkt, ganz Skatepark. Ich will da 8-Mat weiß euch versehen. Dankeschön. Ah, das waren schon sehr interessante Matches, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, dass halt die Shooters nicht weggebannt wurden, war schon extremst interesting. Das auf jeden Fall. Ja. Die Sache ist halt auch, eventuell hat sich auch, ich will nicht sagen, Zentupe hat sich jetzt mit der Comp verkackt, aber wir haben am Anfang den Vipro gesehen auf Enko. Ich weiß nicht mehr, wer den Vipro gespielt hat auf Enko von Zentopia, aber warum nicht dann noch versuchen, mit ein bisschen mehr Range reinzugehen? Weil Albacore ist halt eine Range-Map. Ich kann auch sein, dass es Fenya war und Fenya wurde ausgewechselt nach der ersten Runde und deswegen kein Vipro gespielt haben, aber ich hätte es versucht. Aber ja, erstmal back to zero. Wir sind alle wieder, alle 138 Waffen sind wieder erlaubt. Mal gucken, ob das hier genutzt werden kann von Monkey Gang, beziehungsweise von Trip. Monkey Gang East hat noch keine Niederlage, glaube ich. Alles 3-0 gewonnen. Und müssen jetzt erstmal nach einer halben Stunde Pause sich wieder zusammenreißen. Und erstmal auf Flunder Fun Plug in Zones spielen. Also Kyo, was erwarten Sie? Was ist der erste Ban? Du hast dich gerade komplett vergambelt. Überlegen Sie sich's gut. Ja, das... Also, ich weiß... Warum sollten wir predikten, welches Team gewinnen wir predikten können, wann Shooter gebannt werden? Jawohl. Weißt du, was ich lustig vorstellen könnte? Wenn wir am Ende im Grand Final oder hier im Winner Final sind, steht 3-3 und Shooter, die letzte Klasse, die erlaubt ist. Das wird nicht passieren. Wer weiß aber was. Erstmal Teams verstechen gehen, dass es so passieren wird. Gut, kommen wir zu den Maps, würde ich mal sagen. Also wir haben mit den 0-Euro-Scheinen ankommen hier. Davon hast du ja schon ein paar Millionen. Hm. Anyways, kommen wir zu den Maps. Wir haben Flunder Funpark auf Herrschaft, eine ganz stinknormale klassische Zones-Map. Wir haben Tum Command auf dem Abyssal-Museum, soll sehr, sehr gut für Long-Range-Weapons sein, wie Spadling, Sniper oder auch manche Leute mögen den Blaster da drauf. Wir haben komisches Skateparken mit Goldfisch. Ist eigentlich auch eher Shooter-Territorium, wenn ich so drüber nachdenke. Muschelkars Halbotafen, eventuell potenzieller Stingray-Ban, mehr oder weniger mit Snipern und Tent-Ban. Und dann die optionalen Maps, je nachdem, wie es ausgehen wird. Herrschaft, Buckelwaldpiste, ich glaube, Sorcerer-Territorium können wir festhalten. Turmkommando, Permut-Akademie, irgendwie alles playable. Und dann nochmal, gehen wir noch auf eine Kreuzfahrtreise eventuell. Oder zumindest auf die Gorg-Forge, oder wie das Schiff heißt, die jetzt, das doch beide beendet wieder gefahren ist, just saying. Manta Maria ist ja noch am Hafen angelegt. Ich hoffe nicht, dass wir so viel Geld da reinstecken oder dass das Inkopolis so viel Geld reinsteckt in Manta Maria wie wir in unser wunderschönes Segelschiff. Wie viel war das? 120 Millionen? Keine Ahnung. Zu viel. Ich hab's nicht mitverfolgt. Das ist bei dem wieder gefahren, wie gesagt. Es war sogar im Livestream vor 2 Wochen. Ja, die haben live gestreamt, wie das Segelschiff gefahren ist. Welcome super! Super! Tja, wir werden sehen, Monkey Gang, wann ich uns Team sehen werden, wir es auch sehen. Wir haben wieder ein paar mimige Namen hier drin, denn stattdessen wir die normalen Spielernamen sehen, das wird so wunderschön sein, dass wir absolut keine Ahnung haben, wer ist. Haben wir Reject Humanity, die sollen auch ganz gerade, das sieht man gerade nicht auf Stream, aber die sollen wunderschön in der Reihe. Reject Humanity, Return to Monk. Joa. Ich finde es auch schön, wirklich, du siehst, wie die langsam reinschauen, damit sie das richtig haben. Wir sehen gerade, dass Threadwood das umschaltet, um das wunderschön zu zeigen. Da sehen wir gerade, wie wir gerade Return 2 reinkommen. Wir werden vielleicht so sehen, Reject Humanity, Return to Monkey sehen. Wunderschönes mimige Namen. Und auch wunderschön, dass sie hier, weißt du, so, wie wenn sie nacheinander ins Stadion einlaufen würden. Erstmal eine Minute immer Zeit nehmen, bis sie joinen.
Aber zumindest wird dann Redwood kein Problem haben, diese dann zuzuordnen. Das kann ich mir auch vorstellen und er schafft es auch wieder perfekt. Ich glaube, er sollte öfters casten, wenn er bei beiden Streams, bei beiden Matches ist direkt geschafft. Jawohl. Aber ja, das ist tatsächlich eine Regel, die sehr groß diskutiert wurde. Gleich, du bist ja langjähriges TO, aber seit einiger Zeit gab es sogar auf Twitter diese Diskussion, dass man halt auf Battlefy allgemein die IGNs den Battlefy-Namen angleichen muss, da man sonst disqualifiziert wird. Wie siehst du das eigentlich? Wie gespalten. Man merkt es ja auch eventuell, wenn man castet bei der DSB. Wir haben jetzt Reject Humanity, Return to Monkey. Wir wissen, es ist die Monkey Gang. Wir wissen, wer bei der Monkey Gang mitspielt. Ich kann direkt sagen, es ist Heaven ist dabei, Silence ist dabei und Buffy ist dabei. Vierten, keine Ahnung, jetzt bin ich ganz ehrlich. Ich kann aber nicht wen zuordnen. Und es ist für Caster extrem schwer, wenn sie keine Ahnung haben, wer welche Waffen spielt oder wer das potenziell sein könnte. Und das Beste ist ja immer noch, wenn ein Spieler mit so Meme-Namen oder mit anderen Namen vorankommen und dann erwarten, dass man deren Erfolge dann den Namen zuschreibt, wenn sie dann ihren Namen wechseln. Hm. Ich würde sagen, für so kleinere Turniere, wie so ein paar Weeklies, ist es jetzt nicht der Weltuntergang, aber wenn man halt schon eventuell eine Major spielt und dann einen Semi-Major spielt, wäre es eventuell sinnvoll, mal seinen normalen Namen zu haben, damit man das zuordnen kann. Also das würde auch der Community helfen, wenn man nicht dauernd auf YouTube eventuell hier Monkey Gang oder halt irgendwelche Pickups. Zum Beispiel Abdul ist ja ein Pickup. Abdul gegen was anderes sehen würde, sondern normale Teamnamen und normale Spielernamen. Wo wir gerade über Monkey reden, da ist der Triple K52. Wir kommen zurück in die Meta. Oh Gott! Ja, ich würde mal sagen. Warum? Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Trip nicht zum Monkey zurück möchte. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, Trip wird sich mit allen Waffen wehren, was sie haben, mit 3x52, um nicht zurück zu den Monkey-Stakes zu kommen. Ja, zwei sind auf jeden Fall von den 52s gestorben, da ist auch noch die Hydra down as well. Ja, die Hydra down as well, da kommt doch der nächste. Das ist übrigens, glaube ich, Waffe mit der Bamboo. Deswegen kann ich Waffel, glaube ich, zuordnen. Ich bin ganz ehrlich, ich werde die so nennen, wie sie da stehen. Okay, gut. Es ist auch allgemein allen Kommentatoren, die solche Meme haben. Es ist lustig, keine Frage. Carsten nennt die einfach so, wie sie da stehen. Relativ simpel. Punkt. Na gut. Anyway. Ich meine, du kannst auch auf Waffe kommentieren, aber ich werde das Monkey und Return tun. Ja, ist ja in Ordnung. Wir gerade überreden. Monkey Gang, hier kommen wir am Lead. Wir haben alle drei Videos gepickt, haben, weil Yuku alleine ist, holt einen Trade und jetzt müssen sie schnell konfirmieren, haben aber kaum noch Zeit. Ja. Und die Triple 52-Strategie geht hier gerade richtig hart den Bach runter. Maybe keine gute Idee. Vor allem, wenn man gegen so ein starkes Spiel spielt, da kommt die sogar League Watch gewonnen haben. Da kommt doch mal 10 Punkte noch hier für. Jetzt kommen noch mal die ganzen Specials. Es ist neutral. Kriegen sie die Paint? Die kommen in Paint rein. Das ist halt. Man muss fairerweise sagen, wenn eine Waffe in der Meta doppelt gepickt wird, ist was falsch mit der Waffe. Aber man sieht auch, wenn man zu auf die Waffe pickt, funktioniert das trotzdem nicht. Ja. Selbst der Ballpoint-Ending war halt, ne? Genau, so genau wie beim Ballpoint-Meter, als wir doppelt Ballpoint gespielt hatten. Keiner hat doppelt Ballpoint gespielt, weil man wusste, dass es zu viel Cloud und zu viele Beacons. Aber das sieht man auch gerade von bei Trip. Sie kommen zwar rein, sie holen mal eventuell die Zone, sie holen ein paar Picks, aber im Endeffekt werden sie dann trotzdem wieder gekillt, weil sie haben keine Bomben und haben immer noch eine Bombenmeter. Das darf man nicht vergessen. Das ist die größte Schwäche der 52, dass sie keine Bomben hat. Bis auch bombenanfällig ist. Boah, schön gecancelt hier von Tyne. Der vielleicht sogar fast an Waffel reingegangen. Jetzt kommt nochmal die Booyah-Bomb, die Doppel-Booyah-Bomb sogar. Waffel hat sehr große Probleme. Jetzt nochmal gegen die Kegel nochmal zu escapen. Hat es leider nicht geschafft. Und das Charon jetzt mit der Kegel. Das könnte jetzt sehr gefährlich werden. Aber ich spiele ja Bombe da rein. Geht irgendwo, naja. Ich bin gespannt, was Trips Taktik hier ist, um ehrlich zu sein. Aber ja, du hast angesprochen, Monkey Gang hat Heatwash gewonnen, aber die werden halt die Kombination durchgewürfelt. Ja, also die halten so dieses Spiel auf Trab, ne? Das Problem ist halt. Das hätte jetzt ein Killmist sein müssen. Humanity mit zwei wunderschönen starken Kills. Da kommt nochmal der nächste, das ist jetzt nochmal die K.
gelast hier, die jetzt auch noch untersucht wird. Und das ist jetzt wieder so der flächendeckende Vibe. Tyne ist gerade respawned. Charon ist gerade respawned. Tyne versucht jetzt wieder über die rechte Seite zu pushen. Kriegt zumindest den Hit hier. Auf, da kommt die erste Buja rein. Sie werden wahrscheinlich einfach Buja-Satz reinspammen. Oh, die zweite Buja. Oh. Und das war zu bad. Ja, vor allem die dritte K52 ist gestorben. Sonst hätten wir noch eine Doppelbuja reingeschmissen. Aber im Endeffekt, solides Game von Monkey Gang. Um hier erstmal den 1-0-Lead zu führen. Die Frage ist jetzt, wir haben es gesehen, Trip kann nicht mit Shootern spielen. Oder kann nicht ohne Shooter spielen. Sie hatten Angst davor, Shooter gegen Zootope zu bannen. Werden sie jetzt Shooter bannen? Werden sie keine Shooter bannen? Wir werden sehen. Und auch, wo wir gerade hatten, Abdul gegen Inkweep, was wir das gesprochen haben, Abdul ist Freund der Gang, die Top 4 sind, also haben wir jetzt aktuell Monkey Gang, Trip und Abdul in den Top 4. Ah, Abdul hat gewonnen? Ja. Okay. So, mal gucken, was jetzt, also, wie gesagt, Shooter. Wie gesagt, Trip hat halt sehr gewagte Komp hier mit den Triple Gänge. Ne? Das Triple war zu much. Also, wie gesagt, eine Waffe mit dreimal, also wir werden eventuell, wie gesagt, wenn wir in den Game 7 reingehen, irgendwann mal, wenn es nicht im Winnerfinal ist, ist es eventuell im Grandfinal oder im Bracket, da werden wir eventuell auch dreimal diese Waffe sehen. Und wir sehen, sie haben wieder Angst, die Schusswaffe zu bannen. Sie bannen lieber den Charger raus, damit Monkey Gang kein Bambo mehr spielen kann. To be fair, wir hatten es gehabt, Monkey Gang hat einen 360 gezogen auf im League Rush mit einem Bamboo Close Combat. Aber ich glaube nicht, dass es Grund genug ist. Wobei, muss man sagen, es war auch Schellendorf, auch wenn es Clamped Schellendorf war im League Rush. Aber trotzdem, ich bin der Meinung, wenn Monkey Gang diese Map wieder gewinnen sollte, muss Trip langsam auch mal auf Risiko spielen und dann mal einen Shooter wegbannen. Ja, wie du vorhin gesagt hast, die können halt nicht ohne Shooter. Ja, es ist halt aber auch, man muss auf jeden Fall sagen, wenn es halt nicht funktioniert, wenn du ohne den Shooter nicht weiterkommst, musst du halt auch einfach, wie wann du auch sagst, eventuell müssen dann beide Kapitäne mal auf das Schiff sinken sehen und nicht nur eine Seite. Weil ich bin mir sicher, sobald halt Trip gewinnt eine Runde, wird Monkey gegen die Shooter bannen. Ich glaube nicht, dass wir Monkey Gang, wenn sie verlieren, den sehen, dass sie Shooter picken, Shooter nicht bannen. Sie haben die Backups. Ja. Aber ja, Tunkon Abyssal Museum, wie gesagt, man kann Sniper sehen, man kann Heavy sehen, man kann wieder 52 sehen, K-Pro, allgemein längere Waffen, Shooter sowieso immer, überall spielbar. Und Andro, by the way, auch der beste, so ein Goblin mit einer Trommel in der Hand, der dauernd irgendwie auf der Trommel drauf hat, wenn die Shooter nicht gebannt werden. Mit der Satz, wir wollen Skill sehen hier on Stream und dann eine coole Brille hinterher setzen. Also Andro, ja, ich weiß nicht. Triple K52, wir hatten 4 gesehen, vielleicht sehen wir jetzt weniger oder vielleicht auch mehr. Who knows? Wenn wir gerade bei mehr sind, wir sehen auf jeden Fall schon mal eine K52 und auch nur eine K52. Also wir kommen schon mal dem Skill, wie Andro es sieht, etwas näher. Aber auch wieder 6-fach-Shooter. Nee, 7-fach-Shooter sogar und eine Hydor. Das erinnert mich an so ein gewisses Meme, was ich jetzt nicht hier erzählen darf, weil das ist nicht jugendfrei. Uff. Anyway, wir haben, wie du schon gesagt hast, Shooter und eine Hydra. Habe ich schon Shooter erwähnt? Das Problem beim Shooter, bei der Hydra ist halt ausnahmsweise mal, erstmal, dass gewiped wurde. Gratulation an Monkey Gang hier. Aber das Problem bei der Hydra ist halt auch folgendermaßen: Sie haben Monkey Gang hat einen V-Jet mit Charge-Up. Die Hydra hat keine spaßige Zeit hier. Stimmt. Ja, Monkey Gang geht einfach mal durch, hat den zweiten Checkpoint schon fertig. Zeigt, dass sie mit Shooter dran. Yoko kann nur den Exit wählen, und zwar ins Untergeschoss zu gehen. Shaman versucht, den Turm aufzuhalten. Aber ich glaube, ich will nicht sagen, es ist ein Game, aber da ist eine Wall in der Weg. Zwei sind down. Eventuell ist es Game. Monkey will aufs Turm, auf Monkey stirbt. Return 2 kommt drauf. Return 2 stirbt. Reject kommt drauf und holt den KO. Und ich bin ganz ehrlich, wenn Trip jetzt nicht die Notlösung zieht und Shooter bannt, dann haben sie ein Problem. Weil wir haben auf Seiten von Monkey Gang nur die Shooter gesehen und die Sniper. Und die Sniper ist schon weg. Jetzt kommt der Entscheid. Also, wenn Trip jetzt nicht Shooter bannen wird, werden sie es nie bannen.
Und ich bin ganz ehrlich, ich will zwar auch keine Shooter sehen, aber in dieser Situation würde ich auch Shooter als wegbannen, weil du hast keine Information, was die Gegner spielen, und man hat gesehen, es funktioniert nicht. Monkey King ist zu strong mit den Shootern. Werden sie es machen? Ja, sind die Shots. Da sind sie weg. Da sind jetzt, sie weg. Ja, das war gezwungen, actually, ne? Das war sehr gezwungen. Das war auf jeden Fall gezwungen. Erstmal, wir haben jetzt die Situation der Ehre. 8-mal Schweißlöscher, Leute. Ihr habt die Chance. Nutzt diese Chance auf 8-mal Schweißlöscher jetzt. Auf von Geisel Skatepark. Im Rainmaker. Aber ja, es war gezwungen, wie gesagt. Monkey Gang hat bisher zwei Waffenarten gespielt, die Sniper und die Shots. Entweder machst du den Cartridge Moves und bannst irgendeine andere Scheiße weg. Oder du gehst jetzt wirklich Risiko ein und sagst, okay, wir gehen die Shooter weg. Wir können maybe wegflexen auf den CDS, wir können maybe flexen auf Dualis allgemein, wir können maybe flexen auf eine Mini oder sowas. Ja. Ja, jetzt überlegen beide Teams so ein bisschen, ne? Ja, als Fahrt. Jetzt hast du halt diese Shots nicht mehr, jetzt musst du so ein bisschen überlegen, ne? Aber wobei, Slushin ist immer noch eine Option. Ja, Slushin ist auch eine Option. Ich würde zwar lieber die ehrenvollere Variante, weil ich sage, dass die ehrenvollere Variante sind mit Twice-Slusher. Limao. Meinst du? I mean, okay, wir sind bei Black Belly Skatepark, das ist sowieso... Ja, aber das Problem ist halt, es ist halt Goldfisch und das ist der Trice wahrscheinlich so gut wie auf Zones. Ja, klar. Ich kann es oft genug erzählen, wie gesagt, Androids erzählt, das Turnier ist von Kamikaze Quartz und Spiderbus von denselben TOs wieder, die SB-turniert wurde. Und es war einfach ein legendärer Moment zu sehen, es ist Zones.kasi Skatepark. Die gehen die Top-Spieler, Zenus Team und gegen Robbe, das sind zwei sehr, sehr gute Spieler im Division X-Plus-Bereich, gehen da rein, alle spielen Twice-Slusher. Und wir sehen Twice-Slusher Soda Push Ballpoint gegen Twice-Slusher Heavy, ist erschienen. Wir sehen dreimal Twice-Slusher. Und ich kann es verstehen, komplett. Wir sind allgemein 5-Slusher, just say. Ja, aber wie gesagt, Shooter ist jetzt nicht mehr da. Ja, aber wo ist der Paint? Welche Seite hat Paint? Und das ist zwar die Seite mit Monkey Gang, weil sie haben die Ballpoint und sie haben den Push. Ja, aber die haben auf jeden Fall schon mal die Twice-Slusher getradet, aber Monkey geht auf jeden Fall schon mal mit der aggressiveren Variante rein und holt auf jeden Fall schon mal diesen Twice-Slusher weg. Die Boash geht jetzt mit Baller rein, versucht er jetzt auch noch ein bisschen was Funky zu kriegen und ein bisschen Chaos hier zu stiften. Da geht, der letzte Swap hier von gegen die Twice-Slusher hat dann funktioniert und das ist der... Krass, das ist der krassere Push, die Porsche versucht ein bisschen zu flanken, verzögert das aber ein bisschen. Oh, jetzt kommt der Flank rein! Und das ist verdammt stark jetzt gewesen hier von der Inkwash. Die versucht jetzt. Inkwash hat keinen Bock hier irgendwie zu retweeten. Vielleicht jetzt. Nein. Nö. Nö. Und jetzt war es doch kein Ink! Das war doch kein Ink! Was war das denn? Was ist unlucky? Er hätte Ink-Mensch auf den Ink-Mensch anpassen müssen, aber Return du mit einem Lucky Move, dass Sharon keine Ink mehr hat und deswegen er ihn einfach chillig überrollen kann. Und deswegen ist der Push auch noch nicht komplett hundertprozentig disbanded hier. 3 vs 4 jetzt. Ich würde sagen, Waymaker wie setten, aber wie settest du Waymaker bei Black Belly? Ja, dann musst du halt nach vorne. Das Problem ist halt, wie willst du da nach vorne? Gar nicht. Der Inkwash kommt von hinten, das ist das große Problem von Tyne. Oh, ja. Bei Hallo Inkwash, Hallo Baller. Ich überroll dich jetzt mal. Und es ist noch einer am Leben von Trip. Oh, jetzt kommt wieder die Brush, Al. Die Brush hat Spaß. Ich kann dir jetzt schon sagen, der nächste Band wird Close Combat. Ich schau. Es kommt auf die Map drauf. Ja, definitiv. Ja, die Brush hat den Spaß ihres Lebens hier. Ja. Sharon will jetzt eigentlich hinter den Gold Snipe scharken, um dann den Remake abzukämpfen, damit keiner hochpushen kann direkt. Was aber nicht passieren wird. Ja, mal gucken. Sind sehr viele Slusher mit dabei, aber das wird die Push! Die Push wollte gerade den Remake picken, aber konnte gerade noch gekillt werden und Tiny schnappt sich deswegen den Remake noch zur Sicherheit. Aber jetzt backen sie auch langsam ab und jetzt kommen sie zurück in die Mitte. Und das wird jetzt auch. In Anführungsstrichen endlich für Drip der Push gewesen sein. Zumindest runter auf 5, das ist schon richtig. Zwei down, einer in der Mitte, jetzt müssen sie pushen.
Monkey wird weggedrückt. Sie können über Left pushen jetzt und das macht auch Tai mit Nico zusammen. Oh ja! Hallo. Ich würde mal sagen, wir spielen zwar nicht auf Markomart, aber eigentlich schon so ein bisschen Markomall. Intense ist falsch hier. Aber die Pop! Kevin geht rein! Kevin, komm auf! Please! Oh mein Gott! Ein bisschen zu langsam, ein bisschen etwas mehr Schwimmsit und sie wären durchgekommen auf die 4. 6 Punkte ist nichts in Rainmaker. Yoko mit dem Trade hier 2 wieder down auf Seiten von beiden. Wenn sie da rankommen, irgendwie ist vorbei. Aber sie gehen sicher einen Pick in den Rainmaker und versuchen ihn wenigstens etwas auf die 40er Marke rauszupushen. Was eine deutlich bessere Defense Position ist. Und die Pushman wieder so rein, das macht Kill mir egal. Boah. Es ist Blackberry, da ist alles nicht vorbei. So ein All of a Sudden müssen die verteidigen. Wir haben einen Burst Bomb. Kennt man ja gar nicht. Oh, Nico down jetzt. Quash macht Quash Sachen. Humanity ist one hit. Humanity ist one hit und weit weg. Monkey ist in der Mitte allein. Quash Sharon holt jetzt Humanity erstmal fast damit raus. Er lebt noch. Quash mal wieder Hallo. Wird getradet. Aber 2v2 weiterhin. Es ist immer noch open. Nico holt den Pick und das ist immens wichtig. Der Pick. Noch am pushen. Der Pick ist immens wichtig von Nico hier drauf, weil jetzt können sie das Momentum behalten und pumpen. Sie haben nur noch eine Minute Zeit. Und da ist die Armor drauf. Die Push ist weg. Wo kommt denn der Push jetzt so langsam? 3 vs 3. Nico holt noch einen Pick. Oh mein Gott. Und Nico holt fast den zweiten Pick. Oh. Und das war der Push jetzt. Tain kann noch. Das war Push vorbei. Das ist nicht wahr. Was ist das für ein Push? Tain sagt zu nehmen, ja, egal, wir pushen weiter. Wir poppen jetzt und gehen auf die 4 hoffentlich. Einer stirbt durch den Pop. Seven versucht, aber 2 sind down. Nur noch die Push. Guys, poppen und holen sie nicht. Oh mein Gott. Geschichte. Was? Oh mein Gott! Mein fucking Kopf! Was war das denn bitte am Ende? Oh Gott! Also, ich will es nicht sagen, du bist selber schön, aber du hattest locker 3-4 Mal auf Silbertablett gehabt und immer kam diese scheiß Porsche irgendwo und sagte: Ja, Alter. Hallo, nimm mal den Kill und geh wieder. No way! Also, Return 2 hier ist auf. Also man kann sagen, was haben wir Return 2 mit dem MVP hier auf dem Push extrem viel geholfen und jetzt am Ende nochmal den Double getradet. Der X, weil hätte er den Double nicht geholt, wäre er durch. Das wäre der Sieg gewesen für Trip. Holy fucking shit. Und das war ey, meine fucking What the fuck? Was war jetzt so no job, wie lang war der Push? Also beide Seiten hatten ungefähr. Also, to be honest, der Push von Monkey Gang war länger. Ich bin. Wow. Also man muss das, also das ist grandiose Verteidigung von Monkey Gang. Wie oft die das getradet wurden. Trip hatte ein paar Missplays, meiner Meinung nach. Sie sind ab und zu mal rein, wollten unbedingt den Rainmaker haben. Kann ich absolut nachvollziehen, die Idee. Aber ganz ehrlich, hätte die Porsche am Ende nicht den Double geholt. Also er hätte Tato dieses Match gesehen, er wäre vor doch die Porsche, würde ich behaupten. Holy shit. Okay, Mind Reset. Wir bannen keine Nahkampfwaffen tatsächlich, aber es ist Halbotaf und da sind die Nahkampfwaffen sowieso irgendwie gebannt. Wir bannen die Splatlings. Ja, die bannen Splatlings. Damit ist jetzt die Frage, was nehmen wir? Weil, was spielst du hier noch drauf? Du hast die CDS als Möglichkeit, du hast eine Umbrella als Möglichkeit und die andere Waffe, die weit schießen kann, die Splatlings sind weg, Charger-Eventer mit Bamboo. Charger ist doch weg, oder? Nee. Charger ist weg. Wirklich? Nein. Doch, fuck, Charger sind gebannt, scheiße, stimmt, da war was. My bad. Also wir haben jetzt noch Nahkampf, Dualis, wir haben Umbrellas und irgendwas fehlt noch. 2 Sachen fehlen noch. Warte mal kurz. Das kann nicht so schwer sein. Buckets sind noch drin, dankeschön. Und auch irgendwas das anderes. Weg. Close Combat Buckets, ist noch drin. Buckets, Close Combat, Dualis, Umbrellas. So rum. Fuck off, Junge.
Die Zuschauer feiern, schreibt Andro. Ich kann den Chat leider nicht sehen in Twitch, aber holy shit. Ja, ich sehe es gerade, die feiern es richtig. Die haben diese Situation gerade richtig gefeiert. Also, wir hatten nochmal. Vielen Dank. Ja. Das war das Striking 20. Wir hatten schon viele geile Situationen. Ich sag nur, die Wand ist eine Wand mit Moe Towers im Division 1 Finals. Der ersten Season. Das Comeback von Tender Klexer gegen die Titan Squids in Season 2. Das ist das 4-0 in das 0-4 in einem 5-4. Oder andere individuelle geile Comebacks. Und ich glaube, das ist einer der DSB-Momente schon wieder, wo du dann denkst, das findest du nur auf der DSB. Ja, das wow. Aber muss ehrlich sagen, es freut mich, dass die Zuschauer und auch wir als Caster so viel Spaß haben, weil ich bin ganz ehrlich, man hört es eventuell sogar raus im Trailer, aber die englischen Caster, Kamikaze kurz damals, hatten auch immens Spaß, diese komischen Comps zu sehen und einfach zu denken, okay, what the fuck is happening here? Ja, Twice-Washer, Flingser, Klugers, fucking, oh, what the fuck. Was? Foil-Flingser, Vanilla-Try, Tent, Camo-Tent, Klugers, Dekus gegen Vanilla-Slashin, gegen K. Klugers, gegen VDS, gegen Slashin. K-Slashin. VDS mit Full Special Charge Up, by the way. VDS? Ja, die V-Slashin. Ja, gut, einfach Way. Es ist ein bisschen Willkommen auf Port Mecca, würde ich sagen. Stimmt, da war ja was. Aber ja, wir understand. Welche Way-Weapons haben wir noch übrig? Es ist eigentlich nur noch die V-Slashin. Ich glaube schon, ne? Weil Stangway ist so eine Waffe, die ist eine Special, die wurde irgendwie nie nachgepatcht. Wo wir aber gerade dabei sind, Trip hier mit erstmal den Anfangspush, aber 3 gekillt bekommen und es kommt jetzt auch, dass man Monkey hinterher schmeißt. Klär mir erstmal okay. Leben. Gratulation hier an Reject. Da ist auf jeden Fall die ersten Punkte auch schon mal drin hier für Monkey Gang. Die machen da ein bisschen weiter. Monkey mit dem kluger Pick und jetzt haben sie noch ein paar Clams, die sie scoren können, nämlich 3 Stück, um genau zu sein. Holen ein paar mehr und pushen jetzt erstmal hier Trip rein. Die versuchen mit den Slashien Vorlauf auszutreffen, aber das funktioniert nicht so ganz. Jetzt kommt die Way raus, um den Push zu unterdrücken. Yuko auf dem Kill auf die Klugers und jetzt sollte der vorbei. Oh, hallo. Warum nicht? Ja. 9 Punkte, 4 Punkte, 9, 12 Punkte, why not? Ja. 80 zu 20, die haben gescored? Ja, die haben am Anfang kurz einen Climb reingescored. Oh. Und da wurden sie getrippelt und sind dann zurückgepusht worden auf die 20. Ich hab gar nicht mitbekommen. Na gut. Anyway, ja, Drip wieder mit in das Super Clam. Da sind 2 down, jetzt kommt nochmal die Stingray as well. Das heißt, es könnte jetzt sehr viele Punkte fliegen. Da kommt jetzt nochmal der Jump hier gegen Humanity down mit der Twice-Loscher. Das heißt erstmal. Ja, wobei die haben die Clams. Also vielleicht nicht für die Lead, aber auf jeden Fall für die 30 Punkte. 25, das Nico liegt auf jeden Fall eine Clam. Also es könnte schon mal sehr knapp werden mit dem Führungswechsel hier. Wenn sie versuchen reinzukommen, ist die andere Frage. Nico will es machen. Tyne kommt fast durch, aber. Man muss ja dabei sagen, es ist kein schlechter Pirsch. Sie haben den Vorteil wegen den Cooldown-Punkten. Sie sind auch auf weniger weniger zusammengerechnet. Zusammengerechnet sind wir auf 57 gegen 60. Oh, da ist der Pick von Yuko. Das muss ein Flingser. Ja, die haben jetzt aber auch schon wieder 2 Super Clams. Die müssen jetzt erstmal ein bisschen. Ihr müsst das jetzt erstmal löschen, weil sonst ist die. No, das Spoiler. War unlucky. Ja, das war unlucky. Der Baller hier aber auch sehr stark gemacht hier. Und jetzt kann es auch wieder weitergehen hier. Monkey, gerade pushen, wird aber gebackt dort hier. Down. Drei sind down! Und sie können jetzt einfach die Klettenpete nehmen, sie noch haben und können direkt durchschmeißen. Nico versucht die Clams zu sammeln. Sie versuchen direkt den Push aufzusetzen, aber sie haben keine Clams irgendwie. Weil sie die Pete nicht picken. Teilen jetzt mit dem Wurf rein, aber sie müssen erstmal den Cooldown wegmachen, den sie noch nicht weg haben. Oh, stark geworden hier von Nico. Nico will es erstmal mit dem Lead tun. Mit dem Lead. Das ist das Lead. 7, 3 Clams. Aber es ist nur noch die K-Machine. Die K-Machine wird hinten bleiben wahrscheinlich. Und alles andere wäre dumm. Aber Kranio starker Push, weil sie haben auch wieder kaum Cooldown-Punkte. 25, sie haben eine Pity hinten liegen. Sie haben 12 Punkte noch. Also 4 Clams und die Pity und sie sind durch. Während Monkey Gang hier 3 große Bumschen braucht. Wovon sie bei 3 haben, weil sie pushen mit einer rein. Die geht schon rein. Die zweite geht rein. Und die dritte liegt hinten im Spawn, oder? Ja, die dritte liegt noch im Spawn, aber ich glaube, die brauchen sie nicht mehr. Weil der nächste ist für. Wow!
Und das war... What happened? 4-0. Drip mit einem starken Comeback und Monkey Gang mit einem starken Comeback. Was war das für ein Set? Also ich würde sagen, die ersten beiden Maps waren relativ langweilig. Weil halt, es war noch okay, würde ich sagen, überhaupt war noch spannend, okay. Und dann kam einfach das TC Sheldon-Match rein, wo du dachtest, okay, what the fuck ist das hier? Das ist ein direkter Durchzug gezogen mit, okay, hallo, danke. Nehmen wir mal mit den Sieg. Und dann kam der Bann der Shots und wir haben es gesehen, es war ein Quality of Life Change, weil absolut keiner mehr Ahnung hatte, was passiert ist mit fucking 5 Sloshern und einem Brush. Ja. Dieser Brush-Play, ich will nicht wissen. What the fuck? Ja, und somit sind wir im Winner-Side durch. Wir sehen tatsächlich jetzt die Top 4, weil wir gehen direkt in Loser Round 6 weiter.